Kinder wurden geschlachtet. Die Frauen wurden versklavt und verkauft, für 3 Euro verkauft an Dschihadisten. Was wird aus diesen Frauen geschehen? Ich möchte mir das nicht vorstellen. Frauen haben auch angerufen, unsere Bekanntschaft, Kreis und Verwandten, haben gebeten, sie von der Luft aus, wenn ihr Ort bekannt ist, zu beschießen, weil sie dieses Qual nicht mehr aushalten. Eine Frau nach der anderen wird mitgenommen, vergewaltigt, misshandelt und so weiter. Und die Welt schaut zu. Die Kinder, die Frauen, die Männer, alte Menschen. Seit 11 Tagen leiden die Menschen. Seit 11 Tagen, wo sind wir? Wo leben wir? Warum? Nur weil die Jesiden sind? Ja? Die ISIS verlangen von Menschen, überzutreten. Wenn nicht, dann werden die geschlachtet. Nicht mal erschossen, sondern geschlachtet. Kopf langsam, langsam wird geschnitten. Was ist das für eine Welt, die wir leben? Nur weil die Menschen andersgläubig sind? Kein Mensch ist in meinem Heimatort. 14.000 Menschen sind geflüchtet. Aus meinem Heimatort. 14.000 Menschen. Weil sie Angst haben um ihre Kinder, um ihre Frauen. Die haben mit ihren eigenen Augen gesehen, was in Sinjar passiert. Und dass keiner die unterstützt hat. Menschen schlachten, um in den Himmel zu kommen. Um wenn die sterben, um 70 Jungfrauen zu bekommen. Was ist das? Die Frauen werden nur leiden, als Sexobjekt werden benutzt. Die dürfen sich nicht frei, so wie wir jetzt rumlaufen, frei rumlaufen dürfen. Die müssen sich verschleiern und nur der Männer dienen. Ich habe mit meiner Oma telefoniert, die ist über 80 Jahre alt. Die ist geflüchtet. Meine Oma und meine Tante sind nun ganz alleine. 4, 5 Familien mit Kindern. Jeder hat 6, 7 Kinder. Mit 2 Autos angeflüchtet. Die haben die Autos überladen. Die sind von Ort zu Ort. Ich habe meine Tante angerufen und die hat geweint und erzählt, wir hungern, wir haben Hunger, wir haben Durst. Wir wissen nicht, wohin. Es sind so viele Menschen, die geflüchtet sind und die kurdische Regierung, die Regionalgebiet war auch nicht vorbereitet auf so viele Flüchtlinge. Die Menschen hatten nur Klamotten mitgenommen, die haben nichts mitgenommen. Die sind dort vor Ort und wissen nicht, wie es weitergeht. Und alle hatten alles vor Ort gehabt zu Hause. Nur die stehen jetzt mit leeren Händen da und wissen nicht, was aus ihnen wird. Warum? Nur weil die andersgläubig sind. Das ist die Hauptforderung an die internationale Gemeinschaft von den Jesiden. Bitten um eine Sicherheitszone vor Ort. Die wollen sich nicht entwurzeln. Die wollen ihre Heimat nicht verlassen. Nein.